Schaut euch mal diese Rindsrouladen an hier. 4 Rindsrouladen, ganz frisch, vom Schlachter meines Vertrauens, Edeka Martinhof. Und nun schaut mir über die Schulter, wie ich meine Rindsroulade zubereite. Das Pfeffer. Ruhig großzügig. Dann etwas Salz. Hier großzügig mit Senf die Roulade bestreichen. So, nächstes Mal besorge ich mehr Speck. Das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Aber naja, ist ja alles Geschmackssache. Man tut, was man kann. So, Zwiebeln gucken. Ja, vielleicht kann ich noch ein Stück Gürkchen da reinlegen. So, ich schlage das jetzt wieder seitlich ein, damit die Zwiebel und die Gurken nicht seitlich rausrutschen können. Dann habe ich hier noch einen Piekser. Jetzt fixiere ich die Roulade noch einmal hier. Nummer 4. Fertig. Ja, als nächstes habe ich denn hier einen Suppenbund. Das werde ich dann jetzt auch zerkleinern. Ja, ihr habt gesehen, ich habe das Gemüse vorbereitet, ich habe die Rouladen gewickelt, schön mit Senf bestrichen, Zwiebel rein, Gurken rein, Speck rein, zusammengerollt, aufgepikst und jetzt wird angebraten. Als erstes gebe ich die Zwiebeln hinein und lasse die Zwiebeln schön braun werden. Ich lasse sie fast anbrennen. Und dann faltet sich ein Röstaroma, das unbeschreiblich ist. Das müsst ihr unbedingt mal probieren. Zwiebeln so weit anbraten, bis sie fast verbrennen. Das gibt ein wunderbares Röstaroma. Und das übrige Gemüse. Zeit zu Zeit müssen die Rouladen mal gewendet werden, denn sie sollen ja gleichmäßig von allen Seiten schön braun werden. So, Freunde, jetzt habe ich hier einen Rotwein. Damit lösche ich ab und gebe ein wenig Wasser hinzu. Hier habe ich etwas Fond, Rinderfond. Das gebe ich hinzu. Und hier kommt ein Duft in meine Nase, das ist unbeschreiblich. Jetzt habe ich hier Trick 17. Ich werde jetzt das ganze Gemüse hier reintun. Thank you.
nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben die Rouladen mit Senf bestrichen, Pfeffer, Salz, Gürkchen rein, Zwiebel rein, zusammengerollt. Mit diesen Pikern hier habe ich die Roulade fixiert. Dann habe ich die Zwiebel angebraten und zwar so doll angebraten, dass sie fast verbrennt. Und das gibt ein Röstaroma, da läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Wenn du das so probierst, so wie ich dir das gesagt habe, dann kannst du nicht anders, denn leckst du dir alle Finger danach. Gemüse angebraten, das Gemüse habe ich jetzt schon mal püriert und den Rouladen wieder zugeführt. Jetzt köchelt es hinter mir und ich werde so lange köcheln, bis die Rouladen schön zart und mürbe sind. Ja, wie stelle ich das fest? Ich werde natürlich nicht vorher reinbeißen, sondern ich nehme diesen Pieker hier. Seht ihr den? Den Pieker. Und wenn dieser Pieker leicht in die Roulade reinzustechen geht, dann ist die Roulade gar. So, dann kommen Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree, wie ihr wollt. Könnt ihr machen. Ist natürlich alles immer Geschmackssache. Ihr könnt auch Reis dazu nehmen oder Bambus essen. Ist mir egal. Ihr könnt euch die Roulade in den Kühlschrank stellen, bis sie kalt ist, dann in Scheiben schneiden und auf Brot legen. Das geht natürlich auch. Oder einfach so. Die Soße kannst du wegschmeißen, aber so ein Fleisch, ne? Oder umgekehrt. Du schmeißt das Fleisch weg, weil die Soße so geil ist. Ja. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache es jedenfalls so. Ich werde Kartoffelpüree machen. Brauche ich euch nicht zeigen, wie das geht. Das kriegt ihr hin. Kartoffel schälen, Kartoffel kochen, Kartoffel stampfen. Etwas Milch, etwas Butter, Pfeffer, Salz. Fertig ist die Laube. Dann habe ich Bohnen. Grüne Bohnen, Brechbohnen oder so eine langen Bohnen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Ihr könnt auch Sauerkraut dazu essen. Ist auch egal. Wie ihr das macht, ist es richtig. Hauptsache, es schmeckt. So. Und hinter mir, wie gesagt, da köchelt es noch. Ich kriege gleich Besuch. In 2 Stunden bekomme ich Besuch. Und dann werden wir beide die Rouladen mit Kartoffelbrei und Bohnen schön verkosten. Und wir werden uns es bei einer Flasche Rotwein gut gehen lassen. So, das zu dem Thema Roulade bei mir, bei Norbert Henning in Osterrönfeld auf dem Krähenberg. So, dann wünsche ich euch beim Nachkochen viel Spaß, dann einen guten Appetit und wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.